Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt. GTA The Lost and Damned. So, im letzten Part haben wir ja Möwen gemacht. Und ja, dann habe ich auf der Karte geguckt, was ist denn da so? Und da ist ein E. Und ja, eine alte Bekannte aus GTA 4, Elisabetha ist das scheinbar. Und ja, mal gucken, was die von uns will. You stick a knife in my back while I was doing it. You wouldn't be the first man I tried that trick on, sweetie. Yeah, I heard the stories. Listen, I also heard you got somebody for that brown. Maybe. There's an apartment on Cassidy Street in Shuttler. You go upstairs and talk to Charlie on the third floor. There any heat? When isn't there? I got a new guy going along with you. He's from Eastern Europe somewheres. The heat's coming from Charlie? Use this slothered motherfucker to help. But if it's him, you know what you gotta do. Well, either way, it ain't coming back to you, Liz. Hey, you know Playboy? He's going along, too. Hey, Playboy! Yo, chill for a second, Joe. Nah, not really. Don't you wanna dance? No, I'll just sit right here and wait for your boy. Surround yourself with cocaine and the assholes soon follow. Hey. Das war auf jeden Fall Nico Bellic. Aber ich habe so eine leise Ahnung, was für eine Mission das ist, die wir da gemacht haben. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, in der Zwischensequenz hier den Johnny gesehen zu haben. Das verwirrt mich jetzt gerade ein wenig. Aber war das überhaupt von ihr? Nee. Ja, lassen wir uns jetzt überraschen, was das hier für eine Mission ist. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls haben wir gerade Nico gesehen und ich bin völlig verwirrt, weil an diese Mission ich mich überhaupt nicht erinnern kann, dass in irgendeiner Zwischensequenz den Johnny hier gesehen zu haben. Aber wir werden es gleich sehen, um was es sich handelt. So, hier. Wayne interessiert. Ich habe kein Geld. Jedenfalls nicht für eure dämliche Maut. So, bin schon außer Sicht. Muss jetzt nur aufpassen, dass da vorne nicht wieder einer auftaucht. Ja, das war so klar. Und erledigt. So muss das. Fragt sich nur, wie weit ist das jetzt eigentlich noch? Ah, wir sind gleich da. Gut, und dann werden wir gleich sehen, was es damit auf sich hat. Was für eine Mission das ist, was da zu tun gibt, was da zu machen gibt, was für eine Rolle der Nico denn da spielt. Aber ich schätze mir ja schon, dass er da dabei ist. Give me that shit, man. We gotta buy her. I don't know why Billy got you to handle this, and not me. I mean, what's up with that, huh? I guess you Semites are good at sniffing out a deal. Ain't that right, Johnny? He didn't get you because Liz Torres and any other two-bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are. Rob you blind. But give me that shit. See you around, big guy. Begib dich zum Gebäude, in dem der Deal über die Bühne geht. Ah ja. Okay, wir haben dann jetzt als erstes mal noch ein bisschen Zeugs geholt, das wir abliefern sollen. Was auch immer das ist. Und jetzt sollen wir es übergeben. Ja. Die Autofahrer muss man immer achten. Aber viel schlimmer finde ich das ja noch in Mafia 2. Weil, ja, da bremsen die Autofahrer ja eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, man steht wirklich mitten auf der Straße und dann halten sie Zentimeter genau direkt vor dir an. Das Hartmann ist im zweiten Stock. Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Gute Frage, nächste Frage.
Så jeg ser de her tyre. Tatsächlich. Ich weiß jetzt nur nicht so genau, warum ich jetzt hier mit dem Motorrad da reinfahre. Also steigen wir doch lieber mal ab und gehen. Soll ich die wirklich aufnehmen? Ja, damit. Ist mir lieber als die abgesägte hier mit dem Zwei-Schuss-Magazin. So, zweiter Stock, das ist der erste. Ups. Komm hoch. Zweiter Stock. Warte hier auf Nico und Playboy X. Da kommen die beiden. Okay. Amen. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Da war Johnny dabei? Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Ja, ist klar. Welche Spasten darf ich jetzt abballern? Den da. Und den da. Moment mal, sind Cops. Wo sind jetzt eigentlich die anderen hin? Irgendeine Dings, von wegen, was ich hier machen muss eigentlich? Achso, ich muss hier erstmal. So, der ist weg. Na komm. Komm, zeig dich. So. Ja. Kommt raus. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich erstmal nachladen. Und dann aber. Ja, komm. Hab ich den? Ja, den hab ich. Wunderhübsch. Muss ich jetzt hier eigentlich alle weghauen? Oder muss ich abhauen? Oder. Info. Holt ihr das Paket von Brian Ready, die Cops los, begibt dich zum. Steigt die Treppen hinab und verlasst das Gebäude. Alles klar. Dann wollen wir mal. Wo sind die anderen? Ja, die sind ja eh woanders lang, also von daher. So. Irgendwo einer. So, du erstmal. Tschüss. Komm, schieß. Du bleibst liegen und. Alter! Das war ein Satz mit X, würde ich mal so ganz kleinkariert behaupten. Mist! Mist, Mist, Mist. Ja, ist klar. Machen wir natürlich nochmal. Ja, jetzt der erste Fail. Okay, aber ich kann von hier aus starten. Das ist sehr nice. So. Oh, das gibt's doch nicht. So, es stehen hier auch mehr als eben. Komm. Ich glaube, ich probiere es hier mal gerade mit der Pistole aus. Ja, funktioniert doch schon viel besser. So. Und jetzt. Lasst ihr mich mal in Ruhe? Komm, komm, komm.
Komm, lass dich doch treffen einfach. Okay, ich nehme wieder die Shotgun. Komm. Sons of bitches! Sag mal, das gibt's doch nicht. Ist der mal bald hinüber? Endlich bleibt er liegen. So, jetzt. Du Wichser! Die nehmen wir natürlich auch mit. So, schöne MP5 hier. Und hier die Muni natürlich auch. Haben wir hier vielleicht irgendwie noch Medikit oder Schutzweste, sowas in der Richtung? Sieht nicht so aus. Ja, komm, Treppe nach unten, bitte. Vielleicht nehmen wir auch einfach jetzt mal hier die Knarre. Da steht wieder einer. Oder hat er noch gelebt? Gut, da ist niemand. Oh, weia. Hier erstmal ein wenig aufräumen, ne? So, alle weg. So, man kann so teilweise nur schlecht sehen. So, aber du bist doch jetzt auch hinüber, oder? Immer noch nett. Endlich. Komm. Okay, dich kriege mal so nett. Alter? Hast du es jetzt endlich mal? So, geht doch. Wo kam der jetzt her? Eben war der noch nicht. So. Ja, mein Motorrad ist natürlich jetzt auch nicht mehr hier drin, ne? Das wäre zu schön gewesen. Aber ich schätze mal, ist das Motorrad vielleicht hier draußen? Irgendwo? Tatsache. Tschüss, werde die Cops los. Oh, nicht leichter als das, 3 Sterne. Die haben wir doch ruckzuck los. Ah, ja, lalala. So, mal gucken. Ja, da vorne sind keine Cops weit und breit und das Radar hört da auf. Ja, wunderprächtig. Kaum, ja. Scheiße, voll verfahren. Kaum gesagt, schon ist das Radar auf mich wieder zentriert oder erweitert, keine Ahnung. Da ist ein Heli. Der soll mir bloß vom Leib rücken. Oh, come on. Hoffentlich komme ich hier wieder weg. Oh ja. Was ein Glück. So, komm mal da vorne irgendwo nochmal aus dem Radar raus. Ja, sieht so aus. Frage ist, ob wir da auch ankommen. Ohne, dass wir wieder von irgendwelchen Cops gesichtet werden. So, das sieht gut aus fürs Erste. Dann warten wir hier einfach mal, würde ich sagen. Jawohl. Slot für Automatis enthält schon was, aber es ist egal. So, wunderprächtig. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich theoretisch noch eine Mission starten. Jetzt rufen wir erstmal jetzt Lisa, die Liz an hier. Oder auch nicht. No, Billy, we're not. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. The buyer was a pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another buyer's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman. Need your help. Tom Stubbs III. I told you keeping that lawyer around would have its uses. This guy's at one of the dumbass gentlemen's clubs in Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me we're doing some shit kicking for the LCPD. Just opposite the Libertonian. Go pay him a visit.
If you're still thinking about your brothers and not just your own ego, that is. Okay. Wo müssen wir denn hin dann? So ein dämisches S hier markiert. Stubbs. Sollen wir da noch hinfahren oder... Nö, ich würde mal sagen, wir können den Part jetzt auch hier mal beenden. Ich habe ja einmal gefailed. Ich denke mal, wenn ich das jetzt hier noch dahin fahren, das noch annehme, dauert es noch länger. Aber was man mal machen könnte, wäre Telefonbuch. Nein. Telefonbuch. Es gibt doch einen... Ich weiß jetzt gar nicht... Stehen da? Ah, Waffenmann. Ja, genau. Den wollen wir mal ausprobieren. Terry, your services are required, bro. Can we meet up? I got you, bro. I'll be in the area soon. Okay, kommt der jetzt zu mir, oder was? Okay, dann fahren wir mal zu dem Symbol. Dann werden wir ihn wohl schon finden. Der ist da mit seinem Waffenwagen. Ich weiß jetzt gar nicht, woher ich das weiß. Ich glaube, das kam aber auch das, in der ersten Mission, dass man da Waffen kriegen kann von dem. Was will die denn jetzt? Ja, und gleich auflegen. Was soll die Scheiße? Hallo? Holla. Sieht gut aus, das Arsenal hier. Kriege ich da wirklich alles? Ich kann hier alles kaufen, was das Herz begehrt, aber ich habe kaum Money. Also von daher würde ich mal sagen... was ist das für eine... Granatwerfer, ah. Kosten das 700? Granate abgesägt. Messer? Was kostet das? 100? Her damit. Haben wir genug Muni? Molly? Brauchen wir auch keinen. Aber eine schutzsichere Weste wäre doch mal was. So, damit wir in der nächsten Mission nicht ganz so schlecht dran sind. So, du kannst dann wieder fahren mit deinem Fahrzeug. Mal gucken, ob ich einsteigen kann hier. Nicht? Schade. Gut, was ist jetzt hier mit dem Anruf von Elisabetha? Den habe ich wohl scheinbar jetzt leider übersprungen. Tut mir leid, ist passiert. Ich hätte auch selber gern gewusst, was die noch labern will, aber ist auch egal. So, ich würde sagen, genug für den Part. Im nächsten geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.